Wie schützt man die Kübelpflanzen vor dem Frost? Egal, ob sich die Pflanze im Topf befindet oder ob die in der Erde wächst, muss man die vor dem Winter schützen. Natürlich, wenn das eine exotische Pflanze ist. Generell kann man die Pflanzen draußen lassen, wenn man im Winter nicht, wenn im Winter nicht kälter als minus 12 Grad ist. Ich mag die Pflanzen in der Erde einpflanzen, weil so die Wurzeln noch mehr geschützt sind vor dem Frost. Die Pflanze tut sich leichter im Winter, wenn es in der Erde ist, als wenn es im Topf ist. Aber natürlich kann man das auch im Topf machen. Das schaut auch ganz nett aus, genauso wie hier am Foto. Das heißt, wenn man im Internet schaut und die Pflanze nicht minus 12 Grad aushält, dann würde ich sie eher im Wintergarten verstecken im Winter oder in einem anderen Raum. Generell ist es so, wenn die Pflanze immer grün ist, wie Oleander, und wenn man es überwintern will, in einem Gartenhaus zum Beispiel, dann soll es hell sein, weil die Pflanze die Blätter behält. Wenn die Pflanze sowieso die Blätter im Winter verliert, kann man die auch in einem dunkleren Raum lagern im Winter. Aber wir wollen jetzt die Pflanzen mal draußen lassen und hier sehen wir, wie man das schön machen kann. Da unten haben wir entweder Kokosmatte oder Jutensäcke oder einfach ja Jute oder so einen Wannenstoff. Das kann ganz nett ausschauen, auch mit einem Jutenband oder einer Schnur. So, bei mir sieht es so aus. Im Sommer habe ich hier eine Hanfpalme. Hier 2, 3, 4 Oleander, die sind alle in der Erde eingepflanzt. Ich habe auch dort eine immergrüne Magnolie, die sieht man hier am Foto nicht so gut. Und noch andere Pflanzen. Das ist die immergrüne Magnolie, so sieht die aus. Im Sommer, im Mai blüht die. Und meine Hanfpalme. Ich mag ein Heizkabel verwenden. Generell genauso funktioniert das für die Kübelpflanzen wie für die Pflanzen im Topf. Man kann mit einem Heizkabel arbeiten, dann muss man die Pflanze nicht so schnell abdecken und ich mag so lange wie möglich die Pflanze genießen, deswegen habe ich ein Heizkabel. Mein Heizkabel ist 10 Meter lang, das heißt, mit einem Heizkabel schaffe ich den ganzen Garten. Der ist da links beim Wein eingeschaltet, dann geht er hier rundherum bei der Palme, dann entlang der Terrasse bei den Oleandern und weiter nach hinten. Da sind 10 Meter, das heißt, man sieht, ja, wenn man ein paar Pflanzen abdecken will, dann braucht man schon einige Meter. Genauso im Topf kann man das so machen, dass man die Pflanzen irgendwo hinstellt, wo sich in der Nähe die Steckdose befindet, dann hat man so einen Heizkabel. Der sieht so aus, der hat einen Thermostat. Das heißt, man muss das nur im Herbst oder halt ja im November in die Steckdose einstecken und dann wird es sich automatisch einschalten bei Minusgrad. Die Heizkabel verwendet man auch für die Rohre, damit die nicht einfrieren im Winter. Genauso habe ich das mit meiner Palme gemacht, rundherum beim Stamm, damit es warm bleibt. Bei der Palme, generell bei jeder Pflanze im Topf und in der Erde, das Wichtigste sind die Wurzeln, das heißt, die müssen wir stark abdecken. Genauso im Topf kann man das machen wie in der Erde. Da habe ich Jutensäcke mit Rindenmulch befüllt, damit die Wurzeln warm bleiben. Und zusätzlich kann man, muss man nicht, aber kann man auch genau ein Heizkabel hier rundherum hinlegen. Auf der Erde habe ich noch einen Kreis unter den Säcken. Genauso geht das dann weiter zu den Oleandern. Das ist meine immergrüne Magnolie. Genau. So sieht die aus. Die decke ich auch ab, weil die noch nicht ganz so alt ist. Und hier sieht man das dann weiter. Die Palme ist dann mit einer Kokosmatte rundherum eingewickelt. Und drinnen, was sehr wichtig ist, habe ich noch ein... Habe ich das jetzt hier? So sieht das aus. Die Säcke, die Kokosmatte und drinnen, sehr wichtig, befindet sich das Kern und deswegen ist die Kokosmatte auch leicht höher als der Stamm und da drinnen habe ich noch etwas für die Wärme, das ist genau jetzt für die Kaninchen, habe ich gekauft und das hält die Wärme, das ist sehr wichtig, das Kern von der Palme befindet sich genau hier, wo die Blätter wachsen. Da sieht man das Kabel.
geht dann unter die Jutensäcke. Das heißt, das ist das Erste, was ich da einbringe und dann geht das Kabel weiter zu den Oleander. Unter dem Oleander habe ich auch die Säcke und dann geht das Kabel noch weiter. Da sind die Oleander abgedeckt mit der Haube. Der andere Oleander, das Kabel geht weiter und wieder ein Kreis unter dem Oleander. So sieht es jetzt aus. Und hier habe ich die immergrüne Magnolie, da habe ich kein Kabel mehr, nur die Jutensäcke am Boden auf der Erde. Wenn die immergrüne Magnolie ganz jung ist, dann empfehle ich sie auch mit einer Haube abzudecken. Und wenn die schon eingewachsen ist, dann muss man nicht unbedingt, je nachdem wie windig es ist in dieser Region. Also wenn es windgeschützt ist, dann schafft sie es leichter, wenn nicht, dann nicht. Genau dort befindet sich die Magnolie. Und dann habe ich noch in der Erde eine Zwergpalme, die ist leicht empfindlicher. Die habe ich hier, auch Jutensäcke und so ist sie abgedeckt mit einer kleinen Haube. Da habe ich einen Olivenbaum und unten die Kokosmatte, 2 cm stark, also es ist auch wichtig, dass die Kokosmatte nicht zu dünn ist. Und da noch eine kleine immergrüne Magnolie, die ist sehr jung, deswegen ist sie auch mit Haube abgedeckt. Ich finde die Hauben ganz süß. Wie ein Weihnachtsbaum schauen die aus. Und das ist noch einmal die Zwergpalme, die auch noch klein ist und so abgedeckt ist. Ja, so sieht es aus. Und die Jutensäcke, das sind genau die ich habe. Für eine Pflanze, wenn die Pflanze sehr klein ist, reichen mir 2 Säcke, wenn die ein bisschen größer ist oder einen dickeren Stamm hat wie die Palme, dann brauche ich 3 Säcke pro Pflanze. Sonst mindestens 2 braucht man, 3 ist optimal. 30 cm mal 60, das ist auch perfekt. Das heißt, das sind die Säcke und dann drinnen habe ich genau diesen Rindenmulch. Ich befülle die Säcke so 70% mit dem Rindenmulch, dann kann man das schön platzieren am Boden. Der Rindenmulch und dann haben wir die Kokosmatte. Für diesen einen Topf, den ich gezeigt habe, da sind 1,5 bis 2 Meter notwendig. Das heißt, ja, für einen Topf 1,5 Meter muss man rechnen. Die 50 cm Höhe sind auch perfekt, finde ich. Deswegen empfehle ich, je nachdem wie viele Töpfe man hat, mindestens 5 Meter Länge zu kaufen. Dann zu dieser Kokosmatte passt super, das werde ich noch machen, weil ich noch Zeit habe, bis zu Weihnachten. So ein Band, Juteband, das schaut, finde ich, super aus mit der Kokosmatte zusammen. Und da genauso, für so einen Topf braucht man auf jeden Fall 2 Meter Länge, um das umzuwickeln. Das heißt, da, ja, je nachdem wie viele Töpfe man hat, ich mag lieber gleich mehrere Meter kaufen, dass ich nicht ständig nachkaufen muss. Und damit kann man auch viele Sachen dekorieren. Dann haben wir noch eine Schnur. Damit befestige ich dann noch fester die Kokosmatte auf der Palme. Und natürlich kann man auch die Kokosmatte auf den Tüpfeln dezenter damit umwickeln. Dann, falls man diesen Look haben will, auch sowas ist möglich. Da habe ich etwas Cooles. So kann es auch ganz nett ausschauen für die Töpfe, wenn die vielleicht noch nicht extrem groß sind. So ein Jute-Sack. Und dazu passt so ein Jute-Band auch super. Die Sachen verlinke ich dann oder schicke ich euch, damit ihr das gleich finden könnt. Meine Haube, die liebe ich. Das ist die coolste, die ich bis jetzt gefunden habe. Ich mag die Winterhaube nicht, wenn die so künstlich ausschauen oder so wie ein Einkaufssack. Und die ist sehr nett, finde ich. Ich habe 3 solche. Die sind nicht sehr groß, das heißt für kleinere Pflanzen 110 x 90.
Und dann für größere Pflanzen empfehle ich so eine größere Haube. Zum Beispiel für so eine größere immergrüne Magnolie oder für einen größeren Oleander. Weil die Oleander in der Erde oder auch im Topf, wenn der Topf größer ist, können ruhig bis zu 3 Meter groß werden. Also damit man nicht jedes Jahr eine neue Haube kaufen muss, empfehle ich gleich größere zu kaufen. Das ist eine, die auch ziemlich natürlich aussieht, finde ich. Man kann die sogar mit Juteband dekorieren, wenn man will, oder mit etwas Roten, damit die dann ganz weihnachtlich aussieht. Und dann haben wir so ein Bild im Endeffekt. Ja, das sind meine Tipps und meine Pflanzen. Ich hoffe, das hat euch geholfen.